Glück auf, Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video. Ja Leute, heute bin ich nicht allein und zwar habe ich den Magic dabei, weil wir ein Thema heute am Start haben, was uns beide eigentlich betrifft. Aber am besten stellst du dich erstmal kurz selber vor. Yo, servus, hallo und herzlich willkommen, hier ist der Magic. Ja, um was soll es heute gehen, Leute? Und zwar um den letzten AW-Patch. Ganz kurz gesagt, wenn ich diesen Patch einfach hernehme, da platzt mir echt das linke Ei, da fehlen mir einfach die Worte, wie man mit so einem Patch einfach wieder komplett in Call of Duty kaputt machen kann. Für mich ist Advanced Warfare gestorben, oder wie siehst du das Ganze? Ich sehe das genauso, ich muss gerade nachschauen, ich glaube mein linkes Ei ist schon geplatzt, also seitdem ich da den Patch einmal gezockt habe, ist es absolut eine Katastrophe, was wir mit dem Spiel gemacht haben. Für uns Sniper ist das Spiel sowas von zerstört worden, es ist echt nicht mehr in Worte zu fassen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man so im Spiel sowas antun kann und wie man einfach nur den Spielern sowas antun kann. Ich weiß nicht, womit wir sowas verdient haben, dass wir immer nur sowas abbekommen, dass nie irgendwie andere so schlechte Patches kriegen. Es ist immer nur gegen die Sniper, immer nur gegen uns. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, viele werden sich jetzt denken, ja, von was redet Magic eigentlich? Also mal ganz kurz zusammengefasst, und zwar, es kam ja der letzte Patch und einfach dieser Killfeed ist komplett im Arsch. Man bekommt keinen 4 Onscreen-Man, also keine 4 Leute mehr im Killfeed sozusagen. Der nächste Punkt, was sie total zerstört haben, ist der variable Zoom. Wenn man jetzt damit in den Zoom geht, verwackelt einfach das Visier so krass, dass man keine richtigen Quickscores mehr machen kann. Und auch dieses Matchmaking ist einfach komplett im Arsch. Also ich finde Lobbys, Leute, das könnt ihr euch einfach gar nicht vorstellen. Oder wenn ich überhaupt mal, meistens komme ich immer in dieselbe Lobby. Ich frage mich so, ja warum denn? Ich spiele schon auf der PlayStation deshalb. Und trotzdem finde ich nur scheiß Lobbys oder nur irgendwelche Lobbys, wo ich schon drin gewesen bin. Und alles zusammengefasst kann man halt wirklich sagen, dass mit einem Patch alles kaputt gemacht worden ist, was man irgendwie kaputt machen kann. Gerade nachdem Advanced Warfare eigentlich gut von der Community angenommen worden ist, es haben viele Leute gespielt, viele haben es gefeiert und das ist auch eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, AW wird ein Game, was man eigentlich bis zum nächsten Call of Duty zocken kann. Jetzt kommt ein Patch und es ist alles hinüber. Also ich weiß auch nicht, ich habe wirklich keinen Bock mehr momentan so richtig Advanced Warfare zu spielen. Na klar kann man irgendwelche Gameplays erspielen, aber das mit den Feeden, das könnt ihr echt an den Arsch nageln, ist es einfach nicht mehr möglich. Also ihr werdet weder von mir noch von irgendjemand anders wahrscheinlich eine AW-Montage sehen, zumindest mit Clips, die halt ab jetzt erspielt werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, man hat noch so ein paar alte Clips auf Reserve, wo man noch so die ein oder andere Montage machen kann, aber das ist halt wirklich das Problem. Man wird definitiv keine Feeds mehr spielen können. Also schon noch vielleicht ein Feed mit Glück, wenn man irgendwie ein Triple Colette hat und dann noch ein Single hinterher, dann kann man noch den Feed schaffen. Aber die Chance, dass man sowas mal hinbekommt, ist ja eigentlich gleich null. Ist dann, da bin ich irgendwie 3 oder 4 Wochen am Spiel und habe dann vielleicht einen Feed, wenn ich Glück habe, oder habe einfach gar keinen Feed mehr bis zum Ende vom AW oder so. Ich weiß es halt nicht. Es ist definitiv unspielbar geworden. Es macht definitiv alles keinen Bock mehr in dem Game. Ich kann so, wie gesagt, immer noch nicht nachvollziehen. Es ist alles so nervig. Ich meine, das Game war wirklich geil. Ich habe es wirklich gerne gezockt. Es hat einfach wirklich gebockt, muss man schon sagen, weil es einfach alles neu war in dem Spiel. Aber dass alles jetzt so zerstört wird, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und warum auch so ein Patch dann so mitten, einfach so mittendrin einfach so reingeschmissen wird. Ich meine, sie hätten von Anfang an den Killfeed vielleicht ein bisschen langsamer machen können, dass er halt jetzt nicht so, ja, ein bisschen schneller machen können, so, dass er halt nicht so schnell, also nicht so lange stehen bleibt alles, aber warum sie das jetzt auf einmal so krass machen, das verstehe ich einfach nicht. Obwohl das ja auch nicht mal nötig gewesen wäre. Ich meine, okay, der ein oder andere würde sagen, hey, es war keine Kunst, ein Quadfeed zu machen. Ist ja vollkommen richtig, der Feed stand wirklich lang, gebe ich ja selber gern zu. Aber dann haben sich einfach die Standards selber angepasst und das ist einfacher als jetzt. Wie sieht denn eine Montage aus, wenn ich jetzt mit 3er-Feeds komme? Das sieht doch nicht mehr schön aus, da kann doch keiner richtig wirklich dazu editieren. Das ist einfach völliger Bullshit, was sie da gemacht haben. Ich frage mich auch manchmal, ob sie das irgendwie selber testen. Und ich werde auch irgendwie nicht das Gefühl los, was ich halt überhaupt nicht verstehe, warum mehr oder weniger immer wieder die Sniper so in den Nachteil gezogen werden. Ich meine, wir sind einfach nur mal ein Teil von Call of Duty, es gehört einfach dazu. Und mich kotzt es einfach an, dass jedes Mal das Erste, was sie irgendwie großartig patchen, immer die Sniper betrifft. Das war schon bei Black Ops 2 so, wo dieser Sniper-Patch da kam, wo du einfach wirklich an die Decke springen konntest oder dein Monitor zertrümmern konntest, weil es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Es gab wieder nur ein beziehungsweise 2 Sniper, die du irgendwie spielen konntest und selbst da ist es so schwierig geworden gegen die ganzen anderen overpowerten Waffen und ich bin halt auch so ein Typ, ich habe einfach keinen Bock mit normaler Waffe irgendwie zu spielen, mal ab und zu so für ein Live-Commentary, wie ich halt schon gemacht habe, ist das schön und gut, aber jetzt auf Dauer, das ist halt einfach nicht mein Fall. Und wir sind halt jetzt beide auch in so einer Situation, dass wir einfach nicht wissen, was wir machen sollen. AW zu spielen, Gameplay vielleicht, aber alles andere ist sinnlos und es macht halt einfach keinen Spaß, wenn ich nicht mehr feeden kann. Und noch ein Jahr Black Ops 2, ich hab's tot gesehen, ich hab's tot gespielt, ich hab eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ich meine, ihr könnt euch mal, also uns in die Kommentare schreiben,
ob ihr vielleicht nochmal Bock hättet auf BO2. Ich meine, wir können wahrscheinlich nichts anderes mehr bringen als nochmal ein altes COD, aber ich glaube auch nicht, dass ihr wirklich noch Lust darauf habt, so ein altes COD nochmal zu sehen. Ab und an okay, aber ihr müsst euch ja dann überlegen, dass es dann für die nächste Zeit ja dann alte CODs werden, und weil AW bringt einfach nichts mehr. Ich meine, klar, man kann mal ein AW-Gameplay dann bringen und so, aber es macht halt auch uns einfach keinen Bock mehr, und da werden dann auch wahrscheinlich die Gameplays dann alles schlechter werden, weil auch das Matchmaking halt, wie gesagt, schlechter geworden ist. Man findet wirklich nur noch richtig schlechte Lobbys. Ich finde ja sogar in Herrschaften so nicht mal mehr 50 Lobbys oder so. Ich habe dann immer 20 Lobbys, die offen sind, und join dann irgendwie 10 Mal in dieselbe. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Es macht einfach alles keinen Bock mehr. Und wie gesagt, ihr könnt euch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr dann nochmal ein altes COD sehen wollt oder nicht. Weil das wäre für uns schon mal eine Hilfestellung, wie wir halt jetzt weitermachen können. Ja. Und weil jetzt bestimmt einige Leute denken, ja, macht euch doch nicht nur einen UA-Account oder so eine Scheiße. Leute, ich suche mit einem Nicht-UA-Account und ich finde keine 50 Lobbys mehr. Und das kann einfach nicht sein. Ich hatte davor immer 50 Lobbys. Ich weiß nicht, ob so viele Leute schon abgehauen sind. Man sieht es ja auch bei vielen großen YouTubern, dass sie wieder anfangen, Black Ops 2 zu spielen. Besonders bei den Snipern, wenn man gerade nach Amerika schaut und so weiter. Aber auch hier, viele Deutsche fangen wieder an, Black Ops 2 zu spielen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mir das echt nochmal anschauen kann. Vielleicht mal hier und da, aber wir haben jetzt noch ein Dreivierteljahr vor uns, bis das neue Call of Duty kommt, und ich habe absolut auch noch keine Ahnung, wie ich das Ganze weiterführen soll. Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen, aber keinen Plan wie. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal eure Gedankengänge unten in die Kommentare schreiben, vor allen Dingen auch was den Patch anbelangt, oder vielleicht habt ihr ja eine gute Idee, wie man das Ganze irgendwie überbrücken kann oder auf was ihr Bock habt. Vielleicht halt, dass man doch ab und zu mal auf normaler Waffe auch noch spielt, irgendwie das mal so ein bisschen Abwechslung, aber ansonsten, ich habe echt keine Ahnung, ich weiß auch momentan nicht, was ich machen soll. Das ist es auch eigentlich schon von meiner Seite gewesen, also ich kann dazu eigentlich auch nicht viel sagen, außer dass ich einfach die Blödheit nicht verstehen kann, wie man so einen dämlichen Patch bringen kann, der einfach von heute auf morgen alles wieder kaputt macht. Und ja, das soll es von mir halt einfach gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, und das letzte Wort hat der Magic. Ja, ich kann dazu leider auch nicht mehr viel sagen, mir fehlen dazu einfach die Worte, das soll es von mir auch gewesen sein. Tschüss, macht's gut und haut da rein, bis zum nächsten Mal. Peace.